Es ist nichts los. Leo, bist du der Schrauberprofi? Ah, mein Auge! Der legendäre Nudelsalat. Oh ja! Hier aus der Slide, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Urban Freeride Video. Im Windsturm des Todes. Wir sind gerade auf dem Weg in den Olympiapark. Mit dem MTB auf auch mit Leo. Ja, mal gucken, ob irgendwas geht. Viel Spaß. Ich möchte mich übrigens auch nochmal dafür entschuldigen. Wir haben ja kein Chassis dabei, sprich ich habe nur diese eine Sicht. Und da sieht man nichts. Kein One-Hands, kein One-Foot, nichts. Nur wie ich springe. Von daher, ja, Kackvideo wie immer. First try, wer fährt vor? Ich, aber jetzt warte noch kurz. Ich muss ja so viel schneiden. Vorsicht! Boah. Der muss viel weiter hinter. Aber viel weiter. Der muss locker einen Meter hinter. Oh. Oh. Ja, also das war gerade ein Flatsprung. Viel besser, gell? Ich bin erstmal beim Secret, ich bin hier hinten erstmal so hängen geblieben mit der Hose am Sattel. Den kriege ich noch. Ist hier abzuspringen und hier Manual Landing bis zu dem Weg darunter. Das ist echt nicht schwer, muss ich sagen. Ja, dich hat's gerade gemault. Ja, trotzdem. Ist eine Windböe, ich kann dir nichts dafür erhaffen. Und wie immer ist dabei? Weißt du? Wie Jose Nudelsalat. Lebensretter für mich. Gerade für mich. Ja. Warte mal, schau mal. Davon hatte ich heute schon zum Start, als wir hier angekommen sind. Ja, wir waren 20 Minuten da und Leo frisst. New Landing. Oh ne. Oh ne. Was hat er jetzt schon? Aha. Und? Ist klar. Haben Sie sich verletzt? Müssen wir den Krankenwagen rufen? Oh ja, bitte. Das ist alles nur, weil du keine Ellbogen und Knieschoner trägst. Ja. Oh. Hättest du mal auf R gehört. Checken 3! Ja! Der mault mich auch fast. Von hier dahin. Geht das? Ich glaube, also, wenn man von da drüben vielleicht drüber rollt. Oh, Junge, das wäre aber richtig. Das sind noch 10. Das sind fast 7 Meter. Nein, aber das hier sind fast 7 Meter. Ja, hier halt irgendwo. Kannst du ja aussuchen. Hier irgendwo an der Kante und dann darüber. So, ich nenne es jetzt ab sofort Monster Gap und ich probiere es jetzt. Aber ohne Hopper. Über das Kackding drüber und antreten. Ja, easy. Wir müssen aufpassen, dass man hier nicht reinfährt. Ist halt mit dem Dirt schon mit einer Bremse ein bisschen schwierig. Okay. Diesmal, Junge, er springt einfach voll oben drauf. Oh Gott, der Wind. Oh.
Ich will den noch weiter links abziehen. Weil so ist er noch relativ. Ha? So ist er noch langweilig. Wo ist der Affenleben? Ich würde einfach einen Hopper davor stellen. Ja, eine Light halt, der Pro ist zu groß. Ich meine, einen Vorteil hat der dieser Wind, ja. Es ist nichts los. Es ist nichts los. Nee, oder der Empfindliche. Der ist so ein Keck, bitte. So, kein Wind, Train. Leo, bist du der Schrauberprofi? Ja. Leo macht die nächste Schraubertipps-Folge, by the way. Ja. Also, kannst ja aussuchen, was du machen willst. Kettenspannung. Kannst du machen, ja. Weil, wer es nicht weiß, ich habe meine Kette doch 4 oder 5 Mal zerrissen. Deswegen, mindestens. Minimum. Noch nicht einmal. Ich auch nicht. Ich habe noch mein Schaltwerk kaputt gemacht, meinen Sattel. Mal hier vorne. Ich hab ein Ding. Talent für Ketten zerreißen. Ja, hat er wirklich. Kurzer Biketausch. Direkt den Hopper. Oh, Junge, es fährt sich halt echt geil. Vorsicht. Vorsicht. Yo, ist geil. Mega. Ja. Also eins muss ich sagen, NS-Bikes sind für mich die geilsten Dirtbikes, die es gibt. Ja, du musst nur du musst dir nur die richtigen kaufen. So, nächstes Ding. Hier ein Absprung. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Dann hier dieses, ich schätze jetzt mal 5 Meter Gap und hier unten rein. Mit, ja gut, Anfahrt haben wir so viel wie möglich, aber da hinten geht es halt bergauf. Von daher bin ich mal gespannt, wie es funktioniert. Also ich probiere mal. Das wird sehr interessant. Oh Gott. Oh. Leo, kommt mal wieder nicht weg. Ich sitze ihm im Arsch. Ich werde so köstet. Oh ne. Und erstmal ins Flat rein. Wir haben beide so hardcore gecased. Hä? Du hast den Case. Du bist hinten voll mit dem Hinterrad drauf. Hat sich überhaupt nicht angefühlt. Sie kommen. Leo und ich haben es ja gerade schon geschafft. Yo! Von außen sieht man erstmal, was das für ein Speed ist, ey. Man muss halt echt aufpassen, weil bei dem Sprung neigt man sehr gerne dazu, hier bis da unten ins Flat reinzufliegen. Aber Junge, das ist richtig schnell von außen. Also auf der GoPro wird es ja aus, jetzt würdest du in Slow Motion fahren. So, damit es nicht ganz so langweilig wird, geht's jetzt zum Gullideckel. Den kennt ihr vielleicht schon aus einigen Instagram-Clips, weil es hier jetzt eben einfach zu windig ist. Und ja, dieser Teil ist jetzt nachvertont, weil man hier wirklich gar nichts mehr verstanden hat. Ja, Leo, musst du halt einfach mal lauter reden, ne? Leo sucht seinen Handschuh, obwohl er hier liegt. Das ist der nachgeholte April-Scherz. Alter, ey, da seht ihr mal, was hier für Wind geht, ne? Da hinten liegt der Handschuh. Ah. Komplett verarscht. Kurze Führung durch den wunderschönen Olympiapark. Hier sehen Sie das Olympiastadion. Das war allerdings leider nicht betreten darf, wegen irgend so einem komischen Virus, was die Runde gerade macht, ne? Wir fahren jetzt zum weltweit bekannten Gullideckel. Das haben wir schon mal gesagt. Vorhin schon erwähnt. Ich erwähne es nochmal. Es kommt gleich eine Unterführung. Da kann man reingehen. Schön. Und da vorne ist ein krasser Drop, den ihr schon mal auf Instagram gesehen habt. Wenn ihr eigentlich auf Instagram folgt, dann folgt uns jetzt sofort. Weil dort werden immer auf dem Laufenden gehalten. Das ist der tolle Drop. Aber übrigens, Dominik ist noch dabei. Ach, so heißt der. Ich hab deinen Namen nicht vergessen. Das ist Dominik. Dominik kann Pickup-Bars. Was? Dominik kann Pickup-Bars. Und Manuals. Und Wheelies im Sitze auf dem Deutschlandbrat. Geil, du hast Glück, da stehen keine Autos. Tada, der wundervolle Gullideckel. Wie ich noch in keinem unserer Videos gesehen habe. Willkommen am besagten Gullideckel auf Doom. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir zwar was aufgenommen, aber es ist nie im Video rausgekommen. Da haben wir hier mal eine Weitsprung-Challenge probiert. Oh, die war angenehm. Hier ein Clip. Leo dropping in.
Oh fuck! Oh fuck! Dann haben wir da oben noch einen tollen Sprung. Gibt's auch einen Clip von Instagram, wenn ihr den sehen wollt. Dominik hatte gerade die Idee, dass wir diesen Zaun da drüber gappen mit dem Hopper. Sehr möglich, aber bei dem wird es schwierig. Ja, dabei ja. Mit dem Dirt ist, glaube ich, nicht das Angenehmste auf der Welt. Nee, das geht schon, aber du hast der Wind nächste halt von hier so rein und du fährst halt von dort an. Bis es windstill ist. Erstes Mal Gullidecke seit November? Ja, kommt hin. Kommt hin. Erstes Mal bei vollem Gegenwind. Egal. Hinter dir. Super. Jetzt wieder die Heavy Impact hier. Alter. Der ein Pro hier. Das ist so ekelhaft. Ja, der war mal geiler, aber dann hatten wir noch keinen Hopper. Man sieht sich ja, man hört's. Es windet etwas. Es windet etwas. Etwas ist gut. Nur etwas. Das ganze Dach wackelt. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Einfach springen. Hinter dir. Ich konnte nicht mal weg. Oh. Noch einen Sprung, den kennt ihr vielleicht von Instagram. Geht da unten rein. Und hier geht es ein bisschen weniger mit. Probier mal. Das krass ist, ich wird da vom Wind weggeblasen. Ich hab jetzt wenig Federweg. Die Ultimate Berm hier im Clip. Let's go. Ui. So, wer fährt vor? Du. Ich? Okay. Nein, ich. Warte jetzt an, gib richtig Gas. Nee, ich fährt vor. Okay, let's go. Du fährst hinten. Oh, Alter. Alter, oben wirst du erstmal komplett durchgerüttelt. So, ich fahr nochmal eine Runde rein. Alter, solche Hügel hier drin. Und wieder am gleichen Spot. Weil? Es ist ein bisschen windig. Aber nur ein bisschen. Und ganz bisschen, deswegen ist. Also da hinten hat es der Gegner so reingepfiffen. Falls ihr immer fragt, was wir essen, wenn wir unterwegs sind. Nudelsalat ist richtig geil. Wenn ihr mal wollt, dass wir ein Ernährungsvideo machen, schreibt es mal in die Kommentare. Da kommen sie. Mach was Tolles. Mach was Tolles. Ich weiß nicht, wie ihr das bewertet. Aber in meinen Augen war das nichts Tolles. Leo muss Druck ablassen in der Luft. Ah ja! Jetzt wichse ich erstmal in der Luft. Tja. Okay, dann mach mal. Ihr seht mich jetzt in der Luft masturbieren. Wunderschön. Paul ist ein bisschen deprimiert gerade. Ja, aber man sieht es auch. Also, entweder man hört es jetzt auf der GoPro, dass es extrem windig ist. Man hört mich nicht, dann muss ich erst nachvertonen. Oder Untertitel einfach rein. Passt auch. Aber es ist unnormal windig. Hier liegen die Bikes noch. Das ist der legendäre Nudelsalat. Agatha hat gezaubert. Das kommt sowas von ins Intro rein. Ja. Jo. Auf Wiedersehen.